Willkommen zur neuen Folge von NES Remix und wir starten mit Remix Level 6. Beim fünften haben wir richtig gesackt. Ich hoffe, das geht jetzt wieder ein bisschen besser. Okay, ich muss es mit ganz schön vielen Gegnern aufnehmen und darf natürlich auch nicht... Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, tot, oder? Ach nee, ich lebe noch. Da, der Typ bin ich. Wir sehen alle so gleich aus hier. Schaffe ich das noch? Die ganzen Gewitterwolken versuchen natürlich, mich zu besiegen. Ebenso wie die Gegner. Aber wenn man defensiv spielt, dann schafft man es. Ist aber echt so... Man sieht ja eigentlich im Prinzip genauso aus wie die Gegner. Und von daher kann man eigentlich auch gar nicht wissen, wenn man so ist. Ah, jetzt habe ich erwischen lassen und bin tot. Okay, nochmal. Die können sich gut tarnen, die Schweine. Am Anfang ist es noch klar. Da hat man nämlich zwei Ballons. Aber das hat sich jetzt erledigt, leider. Jetzt weiß ich wieder nicht, wer ich bin. Klar, jetzt schon noch. Aber wenn es dann mal zu einem Durcheinander kommt, kann sich das schnell ändern. Ist die Blase gut? Hilft die mir? Das ist auch etwas, was ich gar nicht weiß. Und können die Gegner wieder einen neuen Ballon bekommen? Boah, wie kommt man denn eigentlich nach oben? Also mit dem Spiel komme ich auch gar nicht klar irgendwie, ne? Es sind ganz schön viele Gegner. Und immer lasse ich mich sofort treffen. Wenn du einen erwischt hast, dann musst du ihn eigentlich sofort umbringen. Ist das Sicherste. Was mache ich denn jetzt? Was bringt diese blöde Blase? Das wüsste ich jetzt gerne. Moment. Ach, die bringt nur Punkte. Toll. Ich brauche keine Punkte. Ich brauche Ballons oder tote Gegner. Das wäre das Schönste. Eins. Und komm, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Komm her. Ach, jetzt wurde ich wieder von irgendwas anderem erwischt. Ja, das ist sau schwer, weil ich nicht weiß, wie man perfekt nach oben kommt. Siege alle Fälschungen. Was soll ich machen? Warte, warte, warte. Nach oben arbeiten. Schön mit der Bande. Und den Nächsten killen. Wobei, tot sind sie noch nicht. Aber jetzt ist der eine tot. Und der andere. Und der verlegt seinen Ballon. Ja, jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's sehr gut. Warte, warte, warte. Da hast du. Und du kriegst jetzt auch eine rein. Jetzt habe ich's geschafft. Juhu! Down! Perfekt, Mann. Vielleicht braucht man die Blasen für die Sterne. Ja. Ich denke, wenn man genug Sterne einsammelt, dann kriegt man... genug Blasen einsammelt, dann kriegt man 3 Sterne. Aber darum geht's mir jetzt nicht unbedingt. Yay, ein Bowser-Stempel freigeschaltet. Schön. Ja, die Remixe, die werden jetzt wirklich hart. Da ziehe ich mich jetzt zurück und spiele lieber mal Donkey Kong Arcade Game Level 4. Oh, das kann eigentlich auch nicht so einfach sein. Setze den Hammer ein und sammle 3000 Punkte. Okay, wie viel kriege ich pro Fass? 500. Ja. Sollte zu schaffen sein. Wichtig zu wissen ist, dass man, wenn man den Hammer hat, dass man sich leider nur auf der aktuellen Ebene bewegen kann. Ach so, ich muss die Restpunkte jetzt per Sprung holen. Und dass man eben keine Leitern benutzen kann. Wenn man über mehrere Fässer drüber springt, dann bekommt man auch mehr Punkte dafür. Aber ich chill jetzt hier unten mein Life und boah, warte lieber ab. Ich hoffe, dass keine weitere Situation wie die eben eintritt. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch. Vielleicht kann ich da eine Kombi erarbeiten. Jetzt bloß keine Fehler mehr. Ein Fass noch. Ein einziges. Komm her, Mann. Hallo. Ich könnte mir eigentlich auch den Hammer nehmen. Fällt mir gerade auf. Scheiße. Oh, ich bin ja so ein Depp. Meine Fresse. Lässt er sich treffen am Ende? Ich spinn oder was? Holy man. Crab, Alter. Was zur Hölle? Ich dachte, ich bin unbesiegbar, wenn ich den Hammer habe, aber das täuscht. Na gut. Ja, wisst ihr was? Wir machen das jetzt klüger einfach. Wenn der Hammer hier aus ist, dann schnappe ich mir den anderen. Ich lasse mich doch nicht mehr vom Spiel verarschen. Hahaha. Warte, die zwei Assis. Oh, der eine hat angetäuscht. Vergiss es. Du kommst her. Bam! Ja, jetzt passt. Jetzt schaffen wir es gleich. Gut. Ist gar nicht schwer. Also, wenn man sich den zweiten Stern... wieso eigentlich immer Sterne? Ich bin so sterngeil. Es gibt ja leider keine Sterne mehr auf YouTube, sonst würde ich 5 Sterne betteln. Nee, Schmarrn. Wenn man den zweiten Hammer nimmt, dann ist es einfach. Keine Ahnung, was ich jetzt hier so lange gebraucht habe. Verdammt. Hä, was ist denn das? Interessant. Ein neues Remix-Level, das sehr interessant aussieht. Oh, und der Endboss-Fight. Den machen wir jetzt auch mal.
Gibt es irgendwelche besonderen Regeln oder muss ich ihn einfach nur besiegen? Sammle Items ein und verdiene 3000 Punkte. Okay, die Entwickler wollen es jetzt wissen. Immerhin, man bekommt für die Tasche und den Regenschirm schon mal einiges an Punkte. Pro Balken gibt es nochmal einen 100er dazu. Man kann die ganzen Enten natürlich mit dem Hammer auch noch besiegen. Also ich muss jetzt noch nicht jeden Balken abtrennen, um Donkey Kong zu besiegen. Aber es sieht noch ziemlich einfach aus eigentlich. Normalerweise kommen nämlich schon viel mehr Enten auf einen zu. Obwohl, ich glaube, das soll Feuer darstellen. Aber für mich waren das immer Enten. Fragt mich nicht, warum. Und schon haben wir 3000. Ja, ich hätte sogar fast Donkey Kong noch besiegt. Geil. Das kommt bestimmt auch noch. Ist, denke ich, die letzte Aufgabe. Die wir aber nicht mehr in dem Part machen, weil ich möchte ja noch andere Spiele zeigen. Jetzt habe ich schon 5 Minuten verloren. Oh, wie passend. Ein Donkey Kong Stempel. Ja. Wir bleiben bei Donkey Kong und machen ein weiteres Donkey Kong Junior Level. Das hat mich letztens auf Trab gehalten. Besiege 2 Gegner mit Früchten. Das denke ich, schaffe ich aber. Obwohl, es ist so eine eklige Stage mit diesen Halterungen, die ich ja nicht so mag. Oh, wow, wow. Ist das eklig, die Steuerung, ey. Muss da irgendwie rüber. Wartet. Habe ich eigentlich nur einen Versuch? Weil es gibt nur 2 Früchte, sehe ich gerade. Was ist, wenn ich damit nicht treffe? Bin ich dann tot? Kann er da nicht hoch oder tut er sich nur so blöd anstellen? Er kann da nicht hoch. Ja toll, dann brauche ich hier Glück, dass mich jetzt kein Ei trifft. Oder was? Außerdem verstehe ich nicht, wie es weitergeht. Ich verstehe das ganze Spiel nicht irgendwie. Also Donkey Kong Jr. mag ich nicht. Wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt ist die Zeit um. Super! Okay, neuer Versuch, bitte. Aha, der kann auch so dahin. Na dann kommt mal so ein bitte so ein Kondor, ja? Nummer 1. Und? Nein, du nicht. Komm her, Süßer. Es hätte so einfach sein können, oder? Ich bin manchmal wirklich zu blöd zum Scheißen. Muss man einfach sagen. Aber genau deswegen ist es ja so lustig. Lalalala. Ja, kein Bock mehr. Weiter jetzt, komm. Donkey Kong Jr. gibt es eh nicht so viele Level. Da können wir 1 pro Part machen. Das passt dann schon. Als nächstes kommt Mario Bros. Das mag ich auch, wenn die Steuerung scheiße ist. Besiege den Eisgegner. Oh, die Froster. Kennt man aus Super Smash Bros. Und war jetzt nicht so schwer. Aber es gibt wieder 4 Etappen, bei denen man den Eisgegner besiegen muss. Und man muss bedenken, dass wenn er einen Gegner berührt, dann wird er die Richtung ändern. Ich leg mal hier den Koopa um und schnapp mir den Froster. Yeah. Gut gemacht. Und next one. Achso, ich bin da oben. Ich frag mich schon, was zum Teufel? Ah. Wartet. Ich glaube, ich warte einfach, bis er wieder hochkommt. Früher oder später kommt er wieder hoch. Oder? Oder auch nicht. Verdammt. Ich muss ihn vorher abfangen. Ah! Rutsch doch nicht so hässlich. Okay, machen wir es ganz klug. Ah, ne, ging nicht. Ich wollte nach rechts rutschen, aber Mario wollte das nicht machen. Fail, nein, ja, springen und krieg ihn doch, ja. Weil nach einer Zeit breiten die sich auch aus und bringen sich selbst um quasi, um die Stage ein bisschen eisiger zu machen. Ich glaube, wenn er das macht, dann habe ich schon auch verloren. Also ich muss ihn besiegen, bevor er diesen Move vollführen will. Okay, es hat ja noch geklappt. Auch das hat nicht so viele Level, deswegen lassen wir das jetzt einfach mal bleiben und gehen weiter. Zum Biken. Ja, von den ganzen Spielen, die nur so wenig Level haben, machen wir ab jetzt 1 pro Part. Fahre eine ganze Runde auf Strecke 1. Okay. Jetzt habe ich allerdings ein paar Sekunden verloren, weil ich ein bisschen verspätet auf A gedrückt habe. Aber darauf kommt es ja, glaube ich, eh nicht an. Bei den normalen Leveln, sondern nur bei den Remixen spielt das eine große Rolle. Hoch, ja. Schön Stunts machen. Gerade landen, weil dann kann er nämlich den Speed mitnehmen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Das kriege ich aber noch nicht so 100 pro hin. Ah. Boah. Ich zappel auch ein bisschen zu viel in der Luft, ne? Ja,
aber ich spiele das ja auch zum allerersten Mal, dieses Excitebike. Es hat zumindest zum Erreichen des Ziels gereicht. Und jetzt, glaube ich, haben wir alle ein bisschen Bock auf Mario, oder? Machen wir jetzt auch. Da gibt es ja eh die meisten Level, 23. Machen wir mal die Nummer 5. Erreiche den Zielpfahl. Hä, wollt ihr mich verarschen? Achso, ich muss ganz nach oben, oder was? Oder? Muss ich ganz nach... Nee, muss ich nicht. Ja, toll. Pfuh. Schafft doch jeder. Ich dachte, ich muss die Fahnenstange berühren. Lol. Fall zwar immer runter, aber darauf kommt es ja nicht an. Ah! Okay, die wollen mich verarschen. Erstmal so zweimal so endeinfache Aufgaben und jetzt besiege Bowser. Einfach so ganz trocken. Besiege Bowser. Das war definitiv Verarsche. Damit hat keiner gerechnet. Komm, spring mal da hoch und dann über ihn drüber und dann war's das. Yeah! Down! Erfolgreich getrollt. Und warum ist hier ein Toad? Ich dachte, Peach ist hier. Aber nein, leider nicht. Our Princess is in another castle. Was? Warum? Nur einer? Oh. Nee, das akzeptiere ich jetzt nicht. Ich glaube, das darf man... Da darf man nicht failen. Wenn man da einen Fail hat, dann kriegt man schon mal keinen hohen Stellenwert mehr. Oh, das kommt auf die Punkte an. Auch möglich. Je höher man die Zielflaggen erreicht, desto mehr Punkte gibt es. Ganz logisch. Ach, scheiße. Und jetzt ohne Fail Bowser, komm. Ja! War knapp. Aber er ist down. Jetzt will ich aber drei Sterne sehen, klar? Na, also geht doch. Schade, sie sind zwar nicht shiny, aber... Was die Voraussetzungen dafür sind, das blicke ich eh nicht ganz. Okidoki. Nummer 6. Schalte die Gegner aus, bevor die Zeit abläuft. Oh, ein Koopa. Voll schwer. Aber man hat nur extrem wenig Zeit. 10-6. Warte, ich lasse ihn erstmal laufen und dann... Nein! Ah! Diese Krüppelsteuerung, Mann! Man muss da auf alles vorbereitet sein. Wie ich es hasse. Para-Koopa, die auch noch am Springen sind. Das ist in dem Spiel so schlimm. Und dieser Block, der sollte mich auch verarschen, aber ich habe Glück gehabt. Alter! Nice Combo. Hier hatte ich jetzt ziemlich viel Glück, ehrlich gesagt, aber egal, auch mit Glück kommt man durchs Leben. Und ein Link-Stempel! Vielleicht kommt ja jetzt endlich eine The Legend of Zelda-Rubrik. Nö, immer noch nicht. Wie schaltet man denn die frei zu Geier? Ich habe sogar schon einen Link-Stempel, aber noch kein Zelda-Spiel. I'm crying. Lass eine Ranke wachsen. Ja, wo ist sie denn? Die ist normalerweise immer in solchen Blöcken, ne? Bestimmt da in der Mitte, ja klar. Wenn es der Kreis schon sagt. Oh oh. Warte. Oh! Ja! Ich hasse diese scheiß Trampoline. Die sind in Lost Level schon sowas von schlimm gewesen. Hier seht ihr den Mist. Das ist einfach zum Kotzen. Ja, deine Mutter. Letztes Leben. Vor allem, ich muss ja auch noch unten landen und nicht oben. Das ist jetzt echt krass. Übel. Jetzt sind sie böse auf den Spieler. Continue. Gibt es zwar nur einen Stern, aber ist mir wurscht. Oder warte, vielleicht wenn ich nicht A drücke. Das ist schrecklich. Trampoline sind das Schlimmste, was es gibt. Ey, das kriegst du so nicht hin. Wie geht das denn? Mann! Ich kann die auch nicht grabben und gar nichts. Ich muss da wirklich perfekt... Ja! Ja! Geht doch. Oh, das war erst das zweite Level. OMG, OMG, OMG! Kommen die auch raus, wenn ich oben drauf stehe? Das war voll einfach. Das war das zweite mega schwer und das dritte war einfach. Ja, egal, nur ein Stern. That's life. Deswegen heule ich jetzt nicht. Also,
Teufel, wieso... Ach, mein Gamepad ist leer, scheiße. Sorry, ist ausgegangen. Ich schalte schnell wieder ein, dann geht's gleich weiter. So, passt. Den nächsten Remix haben wir freigeschaltet. Wir machen noch ein Mario-Level. Es geht weiter mit Ranken anscheinend. Level 8, Super Mario Bros. Sammle 35 Münzen. Ach so, ich darf einfach nur nicht von der Wolke runterfallen. Ich glaube, das schaffe ich. 35, ne? Oh, oh, ho, ho. Man darf nur 3 verpassen. Aber es hat gepasst. Yeah, man. Oh. Well done. Was wir heute noch gar nicht gespielt haben, ist Balloon Fight. Da wird es jetzt Zeit. Und dann zockt man auch den einen oder anderen Remix. Lass 3 Ballons platzen. Das ist einfach, oder? Ich sollte nicht sofort die Fresse aufmachen. Nein, doch, ist einfach. Aber es gibt 3 Etappen. Man darf nicht zu nah ans Meer, weil sonst kommt ein Hai, der einen frisst. Wie viele? 3. Immer noch. Okay, wieder 3. Fallen lassen, dann hoch, dann hoch, dann hoch, dann hoch, dann runter! Nein! Ja, vielleicht doch erst oben bleiben und dann absinken. Ja, ist klüger. Und dann den unteren. Okay. Eigentlich einfach. Ich mag Balloon Fight. Ist mir egal, ob die Steuerung schwer ist, ich mag's. Immer für 10 gibt's einen Remix. Diesmal einen Excitebike. Bit. Bike. Excitebike Bit Bike. Geil. Ja, herrlich. Remix Nummer 7 kommt jetzt dran. Hat mit Super Mario Bros. Zu tun und ich muss alle Gegner besiegen ohne einen Powerblock. Und irgendwie zoomt es hier ein bisschen weit raus. Was zum Geier? Hä? Was ist das denn? Ich verstehe das gerade irgendwie nicht. Muss ich jetzt nur die Gegner besiegen, die sich hier in dem Screen befinden, oder geht's oben noch weiter? Ich verstehe das gerade echt nicht. Aber ich glaube, das soll mich nur behindern, dass das so weit rauszoomt. Und das tut es auch sehr erfolgreich. Ich bin total in Panik gerade. Ich krieg gar nichts gebacken. Wie soll ich das überhaupt machen? Ich komme ja nicht mal da hoch, weil der Trottel einfach zu blöd ist. Ja, und was ist, wenn ich zu lange brauche, dann sehe ich irgendwann nur noch einen Punkt. Ach so. Wenn ich einen Gegner umbringe, dann geht es eine kurze Zeit zurück. Aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Alter, die haben gesagt, ich soll alle Gegner besiegen, ne? Aber es sind jetzt Millionen Gegner. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist zwar eine richtig geniale Idee, aber die sind jetzt echt ein bisschen durchgedreht. Okay, jetzt sind wir beim Maximum angekommen. Ich kann nur noch ganz wenig erkennen. Wenn ihr noch was sehen wollt, dann schaltet das Video auf Fullscreen und auf 1080p. Ich bin tot. Man muss sich da beeilen. Fragt mich aber nicht wie. Moment, wenn ich jetzt hier sofort nach rechts renne, dann kann ich zumindest dem hier schon mal eine mitgeben. Das ist das Positivste, was man aus dem Anfang mitnehmen kann. Und dann würde ich sagen, bleibt oben und wartet einfach. Bringen die Münzen auch irgendwas? Nee, oder? Ja, wartet einfach, bis sie wiederkommen. Jetzt kommt nämlich hier der Typ. Oh, stimmt, das Feuer. Da muss man natürlich extrem aufpassen. Oh, da kommen gleich 2 Flammen. Und wenn ich einen liegenden Gegner noch einmal anstupse, dann wird er übrigens auch blau. Und es gibt auch wieder einen Endboss, einen blauen Cooper, der sehr, sehr schnell ist. Boah, ich komme damit gar nicht zurecht, Mann. Wenn mich jetzt halt eine Fackel umbringt, dann werde ich aggro. Warte, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ein Treffer, noch ein Treffer. Nein, nein, man darf nur einmal treffen, man darf nur einmal treffen. Ich sehe nichts. Warte. Scheiße, ein Feuer kommt. Aber jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn. Das kann man natürlich auch schneller schaffen als ich jetzt hier. Den Einstein habe ich absolut verdient. Aber da kriegt man natürlich schon ziemlich auf die Fresse, wenn man das zum ersten Mal macht. Braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber das kann man schon ganz schnell hinkriegen eigentlich. Trotzdem, es geht hier nur ums Zeigen. Deswegen machen wir jetzt das nächste. Erreiche den Zielpfahl.
Mit nur einem Leben und Shadow. Okay. Von so Schattenleveln ist Nintendo in letzter Zeit großer Fan, oder? Naja, ich kann's verstehen, die sind schon ziemlich geil. Pilzi! Das ist das allererste Level von Mario. Mit ein paar Huckeln. Oh, Stern! Stern! Yeah! Aber ich sehe jetzt nicht, wenn da irgendwo ein Loch ist, oder? Wie hier zum Beispiel. Doch. Man muss das Level halt auswendig kennen. Na gut, da es das erste Level war, ist es jetzt nicht so schwer, aber ich denke, dass es das später nochmal so ein Level gibt. Und dann wird es vielleicht Welt 4, Welt 6, Welt 8 sein. Das waren natürlich keine drei Sterne, weil ich einigermaßen, naja, durchgekommen bin, aber nicht wirklich schnell. Oh, ein Gegner aus Zelda müsste das sein. Oh, bleibt Zelda. Es kommt einfach nicht. Wir haben jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Deshalb würde ich sagen, machen wir noch ein Mario Bros. Mario Brothers Level. Ich glaube, die gehen ganz schnell. Hier muss ich alle Gegner besiegen. Na gut, aber in drei Etappen. Ach, jetzt kommen sie mir mit Bossgegnern, oder? Ich kann es mir schon denken, was hier auf mich zukommt. Ein Boss Koopa, eine Boss Krabbe und eine Boss Fliege. Warte, warte. Dass dann natürlich gleich am Anfang so ein Feuer kommt, ist auch ziemlich dreist. Deswegen habe ich mein erstes Leben jetzt leider schon sehr schnell verloren. Und hatte ich recht? Natürlich. Aber man kann ihn, wenn man sehr schnell springt, sofort killen. So wie jetzt. Jetzt noch die Bossfliege. Boah, ist die schnell. Ich glaube, die lasse ich lieber mal kommen. Warte, eins, zwei und komm. Ja. Ja. War doch ganz gut, oder? Es macht mir immer noch Spaß, wenn es euch auch noch Spaß macht zuzuschauen. Dann Daumen hoch und wieder einschalten bei NES Classic. Und jetzt haben wir The Legend of Zelda freigespielt. Man braucht 100 Sterne. Okay, geil. Es gibt bestimmt noch weitere Spiele. Wann kriegt man das nächste? Bei 150? Bei 200 Sternen? Mal sehen. The Legend of Zelda. Und wie die Level dort aussehen, das sehen wir dann im nächsten Part von NES Remix.